Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der Nuclear Apokalypse Version. Und wir haben bisher in dieser Version mit Judas und mit Eve gespielt. Mit Eve lief das besser als mit Judas, auch wohl Judas eigentlich auch ganz cool war. Aber heute spielen wir wieder jemand anderen und zwar jemanden, mit der ihn auch komisch ist. Wir haben schon 101 Eden-Tokens. Oh Gott, die muss ich irgendwann alle mal wegmachen. Vielleicht ja in einem Stream, man weiß es nicht. Und wir spielen einfach mal mit Kane. Ich glaube, Kane ist ganz gut. Kane ist ganz cool drauf. Kane möchte heute gespielt werden. Und ja, wir kennen das ja inzwischen. Wir gehen jetzt zum Joker, hoffen auf gute Items. Ich nehme mal beides mit, weil ich nicht weiß, was ist. Freeze, okay, ist beides gut. Wir kriegen noch Chop, Dislike, Smoke, was auch sonst. Und unser Space-Item ist nicht so geil. Also da gibt es auf jeden Fall Besseres. Aber wir kriegen hier noch ein blaues Herz dazu immerhin. Und natürlich Passage. Passage? Hä, haben wir das schon immer bekommen? Nee, oder? Die ist neu. Ich glaube nicht, dass wir die Passagen immer einfach überspringen konnten. Ich glaube das zumindest nicht. Okay, ich bin irgendwie zu faul, die Dinger da kaputt zu machen, aber wir können hier mal... Yay. Laser. Laser aus der Luft schießen. So. Jo, ich habe jetzt einige Zeit schon wieder kein Isaac gespielt. Kann also sein, dass ich hier wieder ein bisschen eingerostet bin, aber das wird schon. Das kriegen wir hier schönes. Small Rock. Sehr geil. Damage up schon mal. Oh. Jetzt hätte ich mich fast geärgert, dass ich das Feuer davor nicht ausgemacht habe. Ich wäre da nämlich fast gegengelaufen. Nun gut, wir brauchen noch den goldenen Raum. Wo wird dieser goldene Raum sein, frage ich mich. Oh, das Ding kann man jeden Raum einmal einsetzen. Okay, dafür ist es natürlich sehr zufallsbedingt, wann es trifft und wann nicht. Das ist der Shop, da müssen wir nicht rein. Wir haben nur eine Münze. Ich habe wieder aus dem Game eine Musikfeile rausgenommen, weil die wieder beanschlagt wurde. Au. Von doofes YouTube. Und ich hoffe, diesmal findet der nix. Wäre auf jeden Fall mal ganz schön. Weil sonst müsste ich echt mit der originalen Musik spielen. Und das möchte ich eigentlich nicht, weil die Musik, die hier drin ist, eigentlich voll episch. Epic. Really epic. Haben wir schon wieder diese... Ja, wir haben die Schüsse, die durch Steine durchschießen können. Das heißt, wir können auch von hier aus schießen. Wenn wir denn wollten. Wenn denn unsere Tränen so weit gehen würden. Tja, erst einfrieren und dann töten. Sehr gut. Ja, Bad Trip. Beste Pille. Gut, wir brauchen aber immer noch den goldenen Raum. Thanks for playing this spot. No problem, dude. No problem. So, setzen wir wieder unser Laserbeam ein. Wenn wir den schon haben, ne? Ich weiß gar nicht, ob der das von Anfang an hat oder nicht. Ist die Sache. Tour of Spades, das können wir auf jeden Fall einsetzen. Ein paar mehr Schlüssel sind immer gut. Dann können wir hier nämlich auf jeden Fall überall ran. Was haben wir hier Schönes? Poison Touch. Ja. Leuchten wir wenigstens schön grün. Dead Ski. Könnte... Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir wirklich nicht. Was haben wir denn jetzt für Schüsse? Huch. Und wodurch? Hä? Wir haben solche komischen Pfeile als Schüsse. Okay, interessant. Da kommen wir gar nicht erst hin, weil wir nicht fliegen können. Oh. Ah, weiß ich nicht. Wir haben schon ein Trinket. Mit dem Trinket ist die Map manchmal aufgedeckt. Kane's Eye. Klar, wir sind ja auch Kane. Okay, das heißt aber, unser Luck ist gar nicht mal so hoch, oder? Nee, Curse. Unser Luck ist Curse. Okay. Okay, wir schauen einfach mal. The Hound. Und Mega Greed. Ja gut, warum nicht? Kann man machen. Ist doch Greed, oder? Das ist doch Greed. Ich glaube, das... Ist das Greed? Oder das... Nee, das ist Lust, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist Lust. Oh Gott. Auf jeden Fall gefällt mir das hier gerade nicht. Au. Weil hier so viele von diesen Geistern sind. Irgendwie. So. Und ich hätte mich nicht erst um die Geister kümmern sollen. Das war schlecht. Jetzt habe ich nämlich zwei Gegner. Hm. Nicht so gut. Ach, das lädt sich ja auch im Raum nochmal auf. Ja, geil. Okay. Nein, geh einfach weg von mir. Oh Gott, ich habe Angst. Hä, Kane's Eye? Das ist gar nicht Kane's Eye. Das Ding schießt mit. What? Oh Gott. Das kann was werden. Okay, einer ist tot. Fehlt nur noch der King Buhu hier. Au. Scheiße, jetzt haben wir nur 4 Leben. Oh Gott, ich verkacke hier gerade voll. Okay, wir brauchen unbedingt gute Items. Wir nehmen das rechte. Blue Cap. Ja, na, zumindest schneller schießen. Wir müssen jetzt aber hoffen, dass der Devil Deal sehr viel besser ist. Ein bisschen sehr viel besser. Nehmen wir das mal mit. Dann haben wir nämlich 6 Leben. Und können eventuell beides mitnehmen. Und ich bin sogar gewillt, beides mitzunehmen, um ehrlich zu sein. Weaponize your spirit. Jetzt
machen wir doch diese kleinen Spinnen, oder nicht? Ich glaube schon. Und Damage muss ich halt sowieso mitnehmen. Jetzt haben wir halt nur ein Leben, aber ich hoffe einfach mal, dass wir recht schnell nochmal ein paar Leben dazu bekommen. Aber diesen Damage, den brauchen wir auf jeden Fall, sonst würden wir später nicht weit kommen. So, hoffen wir einfach mal, dass hier im goldenen Raum irgendwas Nettes ist. Jo, das sieht doch schon mal nett aus. Tech or Magic. Da drüben. Das hat doch drei Leben gegeben, oder? Auf jeden Fall kriegen wir ein schwarzes Herz. Durch das Ding hier. Sehr schön. Nicht wieder verlieren. Okay. Und dadurch hat man Scapula auch Leben bekommen? Nee. Scapula hat einen nur Leben gegeben, wenn man nur noch ein halbes Leben hatte oder so, ne? Ich glaube schon. Ansonsten wäre hier halt noch ein blaues Feuer. Ich versuche das einfach mal. Eventuell haben wir Glück, aber nö. Schade Schokolade. Aber auch nicht so schlimm. Und dann schauen wir mal weiter. Bim, 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 bim. Sollten wir jetzt nicht Spinnen produzieren? Wir haben auf jeden Fall diesen Spinnenkopf. Oder schießen wir jetzt vier... Ne, da ist eine Spinne. Okay. Wir produzieren Spirits. Geil. Spirits, die für uns angreifen, die wir zwar nie sehen, aber... Doch, da sehen wir sie. Nur so ganz schwach, aber wir haben sie. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr Leben, sonst sterben wir recht schnell. Aber gut, das wussten wir ja. Dass wir keine Leben haben, wenn wir alles in dem Devil-Deal einfach mitnehmen. Für 6 fucking Leben, ey, das ist echt teuer. Muss man ja mal so sagen. Wir könnten hier noch ein paar Münzen mitnehmen für den Shop, aber wir haben nur eine Bombe, ist die Sache. Was haben wir hier? Ein schwarzes Herz, an das wir nicht rankommen. Wir müssen auf jeden Fall fliegen. Und wir sehen von der Seite ganz schön bescheuert aus. Okay, wow. So, da würde ich tatsächlich gerne ran. Aber ich habe Angst, dass ich Leben verliere. Was haben wir hier? Das lohnt sich auch nicht. Ich werde da garantiert Leben verlieren, wenn ich da rangehe. Na gut, lassen wir alles stehen und liegen. Und gehen einfach zum Boss. Und hoffen, dass wir da dann wenigstens was Gutes bekommen. Jetzt haben wir halt wieder nicht im Shop. Das ist schlecht. Okay, er ist eingefroren. Solange er eingefroren ist, los, greif an! Au. Scheiße. Okay, er ist immer noch eingefroren, aber er hat schon den Laser angekündigt, genau. Ich kümmere mich auch erstmal um... Oh, shit, um den. Weil der irgendwie böser ist. Habe ich so das Gefühl, auf jeden Fall. Oh, kacke. Nein, 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 kein Laser machen. Hörst du wohl auf, der Laser zu machen? Shit! Ich bin schon tot. Wieso habe ich denn jetzt ein ganzes Leben... Egal, nochmal... Ich frage mich zwar, warum ich ein ganzes Leben verloren habe, aber ist ja auch nicht so schlimm. Probieren wir es halt nochmal. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir das sogar für... Achso, ja, klar. Für ein rotes Leben halt. Ja, nehme ich wieder beides mit. Was soll der Geiz? Yay, wir haben eine Krone auf. Ja, eine Krone und wir sind glücklich. Gut, das ist schon mal auch sehr schön. Solche goldenen Räume gefallen mir auch besser als die, die wir eben hatten, wenn ich ehrlich bin. Size down. Size down und speed up ist das, ne? Nehmen wir mal mit. Das schwarze Kreuz. Noch ein Tiersab, nice. Nehmen wir mal nicht mit. Ich nehme mal noch ein paar... ein bisschen Geld mit für den Shop, wenn wir noch irgendwie einen Schlüssel finden. Ich glaube nämlich im Shop gibt es auch sehr nice Sachen. Das Einzige, was uns jetzt halt noch fehlt, ist irgendwie ein bisschen Schaden. Und unser Space-Item finde ich sowas von doof. Also sobald wir ein besseres Space-Item finden, dann werden wir es auf jeden Fall austauschen. Und Schlüssel. Perfekt. Perfekt, perfekt. Dann können wir sogar noch das Kreuz hier kurz mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, was es macht, aber wir nehmen es mit. Eternal Life, okay. Nice. Ein Leben mehr. Okay, gut. Wenn wir dann wieder so doof sterben wie eben, dann leben wir nochmal. Und können nochmal doof sterben. Yay. Okay, einen Schlüssel haben wir noch. Den werden wir auf jeden Fall gleich für den Shop einsetzen. Okay, jetzt haben wir sogar noch einen. Nice, 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 nice. Und ich sollte mich daran gewöhnen, in jeden neuen Raum mal dieses Space-Item auf jeden Fall einzusetzen, weil anscheinend trifft das ganz schön oft in der Mitte. Ja. So. Wir nehmen auf jeden Fall das mit. Poison Touch. Ich hätte das Ding hier mitnehmen sollen. Ich bin dumm. Alles klar. Gut, ich bin dumm. Danke, tschüss. Verdammt. Ich hätte wirklich das Einhorn einfach mitnehmen sollen. Das wäre viel besser gewesen, das Einhorn. Für unsere Zwecke. Jetzt haben wir nicht genug Geld dafür. Na super, toll, Dizzy. Nimm halt nicht das Einhorn mit. Aber dafür ist der hier süß. Der Boss. Der Grüne. Ich weiß nicht, was das für ein Boss ist, aber er ist süß. Ist das Monstro? Nice.
Ich glaube, den behalte ich auch drin, wenn ich mit dieser Mod hier fertig bin. Der ist süß, das ist ein süßes Monstro. Ne, du bist süß. Ja, du bist süß. Ich mag dich. Au. Okay, unsere Reichweite ist noch nicht so geil. Unser Schaden auch nicht. Der war eben besser, in der Tat. Aber vielleicht wird das ja jetzt was nach dem Boss hier. So. Schwarze Magie, die nehmen wir mit. The world is dying. Okay, was haben wir jetzt? Okay, wir haben schwarze Materie gefunden. Ist das nicht toll? Leute, ist das nicht toll? Ich finde schwarze Materie toll. Ich weiß nicht, was sie macht. Das ist ein bisschen doof, aber wir haben schwarze Materie. So, können wir jetzt eigentlich auch schon mitnehmen, gell? Machen wir das mal. Dann gucken wir in den Joker-Raum. Muss ich mitnehmen, tut mir leid, ist mein Sternzeichen. Nehme ich auch mit. All Stats up kann ich nicht liegen lassen. So, haben wir trotzdem 2 Leben. Das ist doch sehr schön, unsere Krone. Haben wir immer noch auf. Noch mehr Tiers ab. Noch ein Oyster. Oha, was geht hier ab? Nehmen wir alles mit? Natürlich. Das auch. Ein Damage-Up, hallo? Ja, geil. Okay, gefällt mir soweit. Jetzt brauchen wir noch ein paar Schlüssel. Ein paar Schlüssel. Und dann ist alles gut. Ah, diese dunkle Materie sind Fliegen. Das ist quasi Mulligan. Okay, geil. Geil, geil. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Hätte ich eigentlich auch wissen können. Hatten wir letztes Mal schon mal. So, können wir die gleich mal hier einsetzen. Pow! Wir haben sogar irgendeine Batterie dabei, okay. Das heißt, unser Space-Item wird sich schneller aufladen, so wie ich das sehe. Und unser Schaden ist jetzt recht geil. Vor allem mit Mulligan, da kann uns ja gar nichts mehr passieren. So, das machen wir einmal auf. In der Hoffnung, dass da ein blaues Herz drin ist. Schade, schade, Schokolade. Die mache ich auch alle mal kaputt. Kann ja überall was drin sein. Ja, und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet über einen Stream, wo ich dann einfach die ganze Zeit Eden-Tokens... Jetzt können wir da, glaube ich, rüberlaufen, naja. Wo wir Eden-Tokens einsetzen die ganze Zeit und unser Glück mit ihnen versuchen. Ich glaube, das wäre eine ganz coole Idee. So, und dann würde ich auch endlich mal wieder streamen. Oh, ein 2. goldener Schlüssel. Geil. Warte, ich gehe nochmal kurz hoch. Wir waren ja schon im Shop, soweit ich weiß, im goldenen Raum. Dann können wir da nämlich eben alles öffnen. Das hat doch was. So. Okay, ich glaube sogar in diesen Dingern kann auch was drin sein, oder? Ja. Oh, da können sogar blaue Herzen drin sein. Das wusste ich gar nicht. Ist aber cool. Ich hoffe... Ah, shit. Egal, war nur ein Herz. Shit. Was haben wir hier? Nee, Pinlocker brauche ich nicht. Obwohl. Vielleicht später. Hm. Nee, lassen wir mal liegen. So können wir nämlich über coole Stacheln laufen. Und über Stacheln laufen macht Spaß. Ich meine, wer wollte nicht als Kind über Stacheln laufen? Naja, ich nicht, aber vielleicht ihr. Au. Ah, ich verliere schon wieder zu viele Leben. 3,5 nur. Ich muss mich mehr konzentrieren. Aber Konzentration ist... Oh Gott. Konzentrieren ist anstrengend. Oh, danke fürs Aufspringen von dem Geheimraum, wo nur eine Bombe drin ist. Na gut, dann springe ich dich in die Luft. Hoffentlich. Ja, eine Münze. Das hat sich doch gelohnt. Ein Shop, okay. Könnte sich lohnen. Ich glaube, ich nehme das Leben mit, weil wir einfach viel zu viele Leben verlieren in letzter Zeit. Der Rest ist sowieso nicht so toll, aber finde ich schön, dass du jetzt die Zunge rausstreckst. So. Okay, hallo Boss, wer bist du? Dingel. Aber ein kleiner Dingel. Hä, war das schon immer so klein? War Dingel nicht mal größer? Ne, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist unser Schaden ganz okay, glaube ich. Denke ich, hoffe ich. Also mit Mulligan und den anderen Dingern da auf dem Boden. Sollte das auch eigentlich recht gut sein. Das ist auch ein Damage-Up, deswegen nehme ich das mal mit, weil das noch mehr macht, außer nur Damage-Up. Hier waren wir schon drin. Das Damage-Up merkt man aber total. Das ist schon mal schön. 15 Minuten, oh Gott. Die Folge wird wieder viel zu lang. Guckt ihr eigentlich LOL?
Also die LCS? Oder spielt die LOL? Wer weiß das schon? Wie viele Leben hatten wir? Wir hatten ein paar, glaube ich. Also nicht allzu viele, aber ein paar. Also so war können wir mitnehmen. Das andere lasse ich mal da. Ich mag die Musik, die hier ist. Laufen ja gerade die LCS Summer Split Dinger. Und ich guck das eigentlich immer recht gern. Und wenn ihr es guckt, für wen seid ihr? Für Fnatic? So wie jeder? So wie ich auch? Oder für irgendjemand anderen? La 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 la. Na, lohnt sich das? Es lohnt sich nicht. Wieso gehe ich hier rein, wenn wir gar kein Geld haben? Egal, nehmen wir das mal mit. Oh ja, toll, cool. Bitte mach nicht mal den Automaten kaputt. Was soll der Scheiß? Oder trifft er mich auch noch? Oh Gott. Okay, jetzt haben wir 5 Münzen. Was machen wir mit diesen 5 Münzen? Gar nichts. Okay. Okay, ich gehe da mal. Wir müssen auf jeden Fall noch in den goldenen Raum. Den haben wir nämlich noch nicht. Und hoffentlich ist der nicht da oben. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Nein, er ist hier. Sehr schön. Weil bei dem einen Raum mit diesen ganzen Lasern, da hätte ich garantiert Leben verloren. Oh, wir kriegen hier, glaube ich. Nee, eine. Ist keine Pille. Ist leider keine Pille. Ist Empress, okay. Splash Damage und alle Pillen müssen jetzt gut sein. Egal, welche wir mitnehmen. Tearsap ist auch mal geil. So, genug Bomben haben wir auch. Ja, leider nichts drin gewesen. Und der Empress hat einen stärker gemacht, gell? Gell? Ich weiß es nicht. Oder hat ein... Ne, der Empress hat einen stärker gemacht. Passage brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich wüsste nicht, wann. Na wohl. Warte, wir machen das anders. Wir machen das jetzt ganz schlau. Pass auf, ich habe voll die Idee hier. Voll die Idee. Ich habe leider keine Ahnung, wie viele Leben wir haben. Aber wir gehen jetzt mal zum Boss. Da kommen wir leider nicht rein, weil wir nicht fliegen können. Aber das ist ja kein Problem, denn wir gehen einfach zum Boss, was ein Engel ist. Das finde ich schon mal sehr merkwürdig. Setzen Emperor ein, damit wir ein bisschen stärker werden. Der kann anscheinend nur schräg schießen, oder? Hoffentlich? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall Splash Damage, der ihn aber auch ganz trifft. Und wieso haben wir eigentlich immer noch dieses Auge? Wir haben immer noch Kane's... Nee, jetzt ist Kane's Eye wieder weg. Eben war es doch da oben. Wir haben Kane's Eye trotzdem, obwohl wir Kane's Eye gar nicht mehr dabei haben. Sehr interessant auf jeden Fall. Doppelschuss oder Steven? Wir nehmen Steven mit, weil das ein Damage-Up ist. Da drin war nur der Codings. So. Und meine Idee war jetzt nämlich, mit unserer coolen roten Farbe. Wir sehen eigentlich ganz schön cool aus. Also wirklich jetzt. Gefällt mir. Da, 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 da. So, jetzt nehmen wir uns nämlich Passage. Gehen hier rein. Öffnen beides. Nehmen alles mit. Ach, das sind nicht mal gute Gegner. Hm. Egal. Und setzen hier Passage ein und verschwinden hier. Bye, bye. Auf immer Wiedersehen. Eine andere Methode wäre halt noch, dass wir irgendwie in den Stachelraum gegangen wären und dann halt nur ein halbes Leben verloren hätten. Aber so ist das auch okay. Hier kriegen wir noch ein schwarzes Herz. Das nehmen wir gerne mit. Und ein paar Bümpchen. Und da oben ist Brimston. Weiß ich nicht, ob ich wirklich Brimston haben will. Aber guck mal, hier kriegen wir auf jeden Fall unseren Kleiderbügel noch. Den wir eben nicht mitgenommen haben. Ist auch sehr schön. Ich glaube, Brimston will ich nicht haben. Gehe ich mal von aus. Letztes Mal hatten wir ja auch dieses komische Brimston mitgenommen. Und da haben wir sogar gewonnen. Ja, stimmt. Aber das war nicht Brimston, das war dieses andere Brimston. Aber ich mag Brimston nicht so gerne, ist die Sache. Ich mag es wirklich nicht so gerne. Obwohl wir halt Mulligan haben und alles, mag ich nicht wirklich gern. Weil man das halt immer aufladen muss und es macht viel Schaden, ja. Und unser Tearsap ist eigentlich auch so hoch, dass wir... eigentlich wird sich das lohnen. Ach Leute, soll ich Brimston mitnehmen oder nicht? Brimston ist immer... Das ist so ein langweiliges Item, ich weiß nicht. Ich mag es einfach nicht so gern. Nimm ich Brimston mit.
Ach Gott, ich werde es bereuen. Ich werde es bereuen. Das lädt sich aber sehr schnell auf. Na, schauen wir mal. Ich gehe noch nicht zum Devil Room, aus dem einfachen Grund, dass ich zu wenig blaue Herzen habe. Und ich möchte erstmal durch diese Ebene durchkommen, bevor ich gleich wieder meine ganzen Herzen opfere für irgendein Item, das da vielleicht ist. Und deswegen bewahre ich mir die erstmal auf. Okay, Bremsen war aber anscheinend doch nicht so eine schlechte Idee, aber es ist ja trotzdem so ein langweiliges Item. Es ist einfach nur langweilig. Aber wir laden schnell auf, es macht viel Schaden, also... Und es geht halt über den ganzen Raum. Es ist eigentlich ein gutes Item. Aber halt so verdammt langweilig. Okay, das Feuer hilft mir, das finde ich ganz nett. Und wir produzieren jetzt so richtig viele Fliegen wegen Mulligan. Oh Mann. Da fühle ich mich gleich schon richtig schlecht. Ich hoffe, ich treffe damit auch irgendwas. Sehr schön, alle. Okay. Da hätten wir... 3 Bomben für den Preis von einer. Okay. Das gehe ich einfach mal ein. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Und hier hätten wir einen Schlüssel zum Preis von einer Bombe. Nehme ich natürlich auch mit. So. Noch ein blaues Herz. Okay, dann betten wir uns jetzt mal mit ein paar blauen Herzen ein, denn die werden wir höchstwahrscheinlich gleich wieder alle opfern. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ah, süß. Na, okay, Bolts of Steel, geil. Noch ein paar blaue Herzen. Und dabei dachte ich, wir hätten schon so eine Pille gehabt, aber gut, dann halt nicht. Oder sie war vorher was Schlechtes. Und durch PhD ist sie wieder gut geworden. So, da hätten wir noch den Shop. Haben jetzt auch 15 Münzen, also es lohnt sich. Game Key. Nehme ich tatsächlich mal mit. Nehme ich mal... Oh, baut das viele Aufladungen. Ach du Kacke. Na gut, egal. Haben wir mitgenommen. Können wir da jetzt eigentlich rüberlaufen? Nö, aber wir haben genug Bomben, um das mal aufzusprengen. High Priced ist... Nochmal 2 Damage Ups. Ich habe die nur mitgenommen, weil es schreiben immer wieder Leute in den Kommentaren, dass der Schaden, dass es da kein Maximum gibt. Nur deswegen. Nur wegen euch. Ja. Wenn das jetzt doch nicht stimmt und ich das einfach mitnehme für 6 fucking Leben und das gar nicht stimmt, dass man endlich Schaden haben kann. Oh Gott, ziehen wir wenig ab. Dann wäre das gerade ganz schön doof gewesen. Hä, wir haben so viel Damage und brauchen trotzdem sau lang, um den zu töten. Okay, er ist da weg. Aber klar, die kriegen auch immer mehr Leben dazu. Pro Ebene halt doppelte Leben. Ich glaube, wir regenerieren sogar Leben? Nee. Okay, es gab irgendeinen Mod, wo die Leben sogar regeneriert sind. Aber diese scheinbar nicht. Nehmen wir das mit, nehmen wir das mit. Devil Room waren wir schon. Ich weiß nicht, ob ich den nächsten Devil Room mitnehmen soll. Ich bin mir da nicht so sicher, Leute. Kann man die Sachen im Devil Room kostenlos mitnehmen, wenn ich das Game Kit jetzt benutzen würde? Okay, gegen den machen wir wieder ordentlich Schaden. Und guck mal, was ich da sehe. Eine Kohle. Und Alpekick. Ich glaube, das synergiert nicht so gut, Alpekick und die Kohle. Head of Campus ist die... 2 nur. Okay, dann hätten wir quasi in jedem Raum einen Laser. Zusätzlich zu unserem... Ja, kann man machen. Zusätzlich zu unserem Brimsten nochmal einen Laser. Joa, ist ganz nett. Eigentlich. Wenn ich mir das so recht überlege, ist das ganz nett. Lemon Party! Yay!
Das war aber auch schon mal größer, oder? Lemon Party? Au! Oh Gott! Okay, wir haben keine Schlüssel. Wir haben immer noch keine Schlüssel. Wir brauchen irgendwo Schlüssel her. Wo kriege ich jetzt Schlüssel her? Okay, das ist aber geil. Dann können wir in jedem Raum so einen Triple Brimstone einfach einsetzen. Okay, und es langt trotzdem nicht, weil ich einfach schlecht bin. Geil. Ist ganz nett, würde ich mal sagen. Was sind hier die Gegner? Das sind wahrscheinlich Pins. Ja, haben wir jetzt nicht allzu viel Schaden gemacht, leider. Genau, hier ist wieder die alte Musik. Die Musik, die hier vorher war, die hat halt doofe Sachen gemacht, dass YouTube meine Videos sperrte. So. Nein! Wieso setze ich denn meinen Schlüssel für so einen Kack ein und dann komme ich da nicht mal ran? Oh Gott. Gib mir jetzt den anderen Schlüssel. Sofort. Ich muss an diesen Schlüssel rankommen. Danke. Au. Yay! Das Spiel hat sich aufgehangen. Geil. Okay, das hatte ich auch noch nie. Cool. Okay. Was auch immer. Erstmal die Map laden. Boah, diese Mod leckt aber auch wirklich voll hart. Naja, haben wir unseren Schlüssel auf jeden Fall wiederbekommen. Ist auch recht schön. So, tschüss. Waren wir schon im goldenen Raum? Ich glaube nicht. Nö. Müssen wir noch suchen. Goldener Raum, wo bist du? Wow, ich habe einen Schlüssel eingesetzt. Wieder für irgendeine Kacke. Mann. Wow, du kannst auch einen Laser machen, aber du kommst nicht gegen meine 2, 3, 4, 5, 7, 8 Laser an. Okay, zwei Schlüssel, finde ich gut. Die ist für dich sehr gut. Ich könnte hier einfach rüberlaufen, fällt mir gerade auf. Können wir das mitnehmen, können wir das mitnehmen? Noch ein Trinket-Platz, warum nicht? Diese verdammten Dinger, wow. Ja, wie viele Schlüssel habe ich jetzt schon dumm eingesetzt? 3? Nice. Ja, ja, wer braucht schon Schlüssel, ne? Also ich nicht. Braucht man heutzutage nicht mehr. Habe ich gehört. Kitty! Okay, unser... Der Krampus Head macht viel mehr Schaden als unser Brimstone an sich. Das ist ja interessant. So, das war ja ein netter kleiner Bosskampf. Wir nehmen... Da letztes Mal jemand gemeckert hat, dass ich Tech 05 nicht mitgenommen habe, obwohl das eigentlich voll das gute Item ist, nehme ich diesmal wieder nicht mit. So. Nö. Nö, nö. Wir gehen einfach weiter runter. Tech 0,5. Okay. Mams Fuß eben dahin. Immerhin. Nein, nein, nein. Oh, das war so dumm. Das war so dumm. Wir hatten ein rotes Herz. Wir hatten ein rotes Herz, Leute. Und ich bin so blöd. Und gebe das einfach kostenlos weg. Na gut, wir nehmen auf jeden Fall Hure von Babylon mit. Macht uns ein bisschen stärker und ein bisschen schneller. Und lässt uns auf jeden Fall cooler aussehen. Mindestens 20% cooler sehen wir jetzt aus. So. Wisst. Oh. Hä? Ach, die haben den Effekt, oder was? Ich dachte, wir hätten diesen komischen Effekt. Wegen der Musik. What the fuck? Das war nur die Musik von diesem Challenge-Raum. Okay, wow. Jetzt sterbe ich hier. Aber wir haben zwei Leben. Wir können zweimal sterben. Kein Problem. Oh, wir würden dann sogar als Black Judas wieder spawnen, gell? Dann würden wir also noch ein bisschen stärker werden. Hat auch was. Okay, können wir inzwischen fliegen? Wir können fliegen. Ja, wir können fliegen. Sehr nice. Und ist jetzt halt die Frage... Oh. Hätte ich gern. Ob wir... Okay. Also unser Trinket macht nicht, dass man durch diese Stacheln durchgehen kann. Man kann nur über Stacheln rüberlaufen. Gut zu wissen. Und wir machen jetzt Poison Damage mit unserem Brimstone. Ist auch sehr geil. Ja, setzen wir einfach mal ein. So ein bisschen Geld, warum nicht? Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir zwei Trinkets mit dem können.
Das wundert mich gerade, dass wir doch recht viele Schlüssel bekommen. Eigentlich müsste das bestraft, ja. Eigentlich müsste das bestraft werden, dass ich so viele Schlüssel so richtig dumm eingesetzt habe. Aber okay. Ich glaube, unser Luck ist jetzt auch relativ hoch, gell? Ja, Pleit. Was auch immer Pleit heißt. Ist bestimmt was Gutes. So. Das heißt, mehr Sachen werden droppen wahrscheinlich. Black Judas. Hi. Judas Shadow, meinte ich natürlich. Noch mehr Geld? Okay, was auch immer ich mit so viel Geld machen soll. Ich habe keine Ahnung, aber wir haben's. Oh Gott, was ist das für ein Raum? Also wenn man hier nicht fliegen könnte, dann wäre dieser Raum garantiert ein bisschen assig. Aber da wir fliegen können, easy peasy. Pff. Ach stimmt, wir haben jetzt sogar großes Spinnen und Fliegen. Wow, geil. Hi, was gibst du uns? Gibst du uns vielleicht ein Lebensupgrade? Ich könnte es gebrauchen. Ich habe genug Geld. Ich warte, bis du mir was geben kannst. Blaue Herzen wären auch ganz schön. Blaue Herzen wären auch ganz schön. So. Dann gibt's halt so einen Scheiß. Ein bisschen zocken? Wollen wir ein bisschen zocken? Oder ein bisschen zocken? Ich weiß nicht. Also das hier muss sehr gut sein. Lemon Party, oh, gut. Gut ist was anderes. Wir zocken mal ein bisschen. Hä? Wow. Das kann man nur einmal pro Raum... Was ist das denn für eine Kacke? Dann bringt das ja echt gar nichts. Einmal pro Raum kann man ein Ding verzocken. Wow, geil. Gutes Item. Ach ja, stimmt, wir sind ja Moody. Moody sind wir schon, ne? So. Willst du nicht mal wieder stampfen oder so? Scheinbar nicht. Okay, mache ich mir jetzt selber Schaden. Ah, fuck, wir haben nur noch ein halbes Herz. Okay, bitte nicht nochmal stampfen. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Gegen keinen Gegner laufen. Ach du Scheiße. Wir hatten nur noch ein halbes Herz. Oh Gott. Okay, hätte ich mal früher drauf achten sollen. Aber gut. Wir haben zum Glück drei Leben. Wir haben einmal spawnen wir als... Ach nee, wir spawnen als Lazarus 2, wir spawnen als Black Judas und wir spawnen einmal, glaube ich, einfach so. Wegen diesen Ank. Jetzt ist die Frage... Ich kann mich einmal umbringen lassen. Ich lasse mich einmal umbringen, Moment. Und zwar für, weiß ich nicht... Das... Wenn ich wüsste, was das ist... Ich nehme das mit. So, jetzt sind wir einmal tot. Werden auf jeden Fall wiedergeboren. Leider als Lazarus 2. Na gut, sind wir halt Lazarus 2. Dann versuchen wir halt unser Glück als Lazarus 2. Ich wollte eigentlich nicht als Lazarus 2 wiedergeboren werden. Aber ist nicht weiter tragisch. Ist alles okay. So, ich glaube, unser Trinket brauchen wir nicht mehr. Hä? Achso, wir können zwei Pillen und so... Okay. Wir können einfach nur zwei Pillen tragen. Das war das. Au. Jetzt habe ich wieder nur ein Leben. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Oh, hallo ihr ganzen Fliegen. Sind einfach 20 Fliegen oder so drin. Ist okay. Boah, jetzt ist die. Okay, wisst ihr, was ich mache? Ne, ich kann auch keine zwei Pillen. Ich hatte doch dieses eine Ding gekauft, dass ich mehr Platz habe für irgendwas. Na egal. Ich werde mich gleich umbringen lassen. Das war ein Damage-Up, ne? Und Soul-Up, verdammt. Ah, verdammt. Ich will die ganzen blauen Herzen ja eigentlich kurz liegen lassen, damit ich mich nochmal umbringen kann. Jawohl. Gehen wir so weiter.
ist auch noch ein... Na gut, wir nehmen alle blauen Herzen mit. Ups. Die Sache ist halt, ich wollte eigentlich hier dieses Herz mitnehmen. Aber da verliere ich ein rotes Herz. Ich nehme es einfach mal trotzdem mit. Was soll der Geiz? Okay, das lief recht gut. Spoonbender. Spoonbender ist recht geil. Mit Brimson zusammen. Wie man so das schön sieht hier gerade. Blaue Herzen. Sehr gut. Health up. Okay, wir kriegen recht viele Herzen. Boards of Steel. Noch eine Boards of Steel. Okay, läuft bei uns. Ich schieb die jetzt auch einfach mal nicht zusammen, weil das einfach viel zu lange dauert. Da würden wir noch ein paar Lebensupgrades bekommen. Dafür wären wir aber langsamer. Nehme ich nicht mit. Wir haben genug Herzen, auch ohne ein doppeltes Lebensupgrade. Von daher wird nicht benötigt. Gut. Hallo Boss. The Hound, okay. Und ein Monstro dabei. Und der scheint anscheinend recht viel auszuhalten. Das ist ja auch nett. Na, oh nein, er hat mich getroffen, aber ich kriege ein blaues Herz. Coole Sache. Und tschüss. So, was gibst du uns schönes? Lotus, ganz viele schwarze Herzen. Ich nehme so Pack mit, warum nicht? Ein bisschen Damage up. Ich weiß nicht, was das ist. Ich nehme es nicht mit. Ich gehe einfach weiter runter, komm. Ich will jetzt nicht, dass diese Folge wieder über eine Stunde geht, dann kommt die nämlich zu spät. Ah, die kommt sowieso schon zu spät online. Egal. So, was haben wir denn hier beim Joker? Nee. Obwohl, Leute. Ludovics Technik mit Brimston ist eigentlich ganz geil. Nehmen wir mit. Jetzt haben wir nämlich einen geilen Teil hier. Und wir haben anscheinend immer noch volle Leben. Und wir müssen nicht mal gegen Mutters Herz kämpfen. Aber dann müssen wir zum Satan. Und wir haben das Polaroid. Wir besiegen mal den Satan. Einfach mal, um zu gucken, ob der vielleicht anders aussieht. Okay. Was haben wir hier Schönes? Die schwarze Kerze. Nehme ich mit. Und das Ding auch. Und das hier. Und das hier. So. Okay. Satan, wo bist du? LOL! Nice! Ludovics Technik. Brimston. Und Spoonbender. Und du hast so ein riesig großes Dings, das sich auch noch die ganze Zeit formt. So wie du es haben willst. Wir erschaffen Kunst, Leute. Wir erschaffen Kunst. Abstrakte Kunst, aber Kunst. Es hat ein P geformt. Habt ihr gesehen? Ein cooles kleines P. Über diese Lemon-Partys. Wer will hier die ganze Zeit Zitronen-Partys machen? Au. Okay, hi. Kommt der Boss dann auch bald mal? Vielleicht hier unten. Speed brauchen wir zwar nicht mehr, wir wollen einen goldenen Schlüssel, aber pff. Wir nehmen alles, was kostenlos ist. Okay, ja. Wo ist der Boss? Ich will wissen, wo der Boss ist. Boss, hallo, Boss, hallo. Kleine Satansbraten.
Okay, leider keine vollen Leben beim Satan, aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin. Hallo Satan. Und hallo zweimal. Wie heißen die Glutentunis? Hallo ihr Glutentunis, hallo, hallo Glutentunis, hi. Moin, ich habe ein Schild, ich kann gegen den Gegenlauf. Okay, doch nicht. Dauerschild activated. Okay, der hat recht viele Leben. Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Und er sieht leider nicht anders aus. Wahrscheinlich wird The Lamp anders aussehen, aber er gerade nicht hier. Aber er hat viele Leben. Ich hoffe, die dritte Form hat nicht genauso viele Leben, weil dann könnte ich echt noch sterben. Perfekt. Und dritte Form. Mal gucken, wie viele Leben die hat. Auch recht viele, verdammt. Das Gute ist halt, dass diese Explosionsdinger sofort kaputt gehen, au. Ja, wenn das jetzt so lange dauert, kann es sehr gut sein, dass ich noch sterbe. Versuche einfach mal, dass er die ganze Zeit hier reintritt. Und ich verliere die ganzen Leben an diesen Explosionsdingern. Aber ich glaube, als Black Judas würden wir sogar im selben Raum wiedergeboren werden, oder? Ich hoffe es zumindest. Upsala. Ah, shit. Im Notfall haben wir halt immer noch Chariot. Aber eigentlich sollte es auch so gut möglich sein, wenn er nicht immer die Explosionsdinger kaputt gehen würden. Meine Fresse. Gut. Geschafft. Okay. Wieder ein Winstreak von 1. Geil. Gut gemacht, Kane. Gut gemacht. Okay, dann würde ich sagen, war es das auf jeden Fall für diese Folge. Dann haben wir jetzt schon mit Judas, mit Eve und Kane geschafft. Mit Judas leider nicht. Da sind wir recht spät gestorben. Ich weiß zwar nicht mehr wo, aber wir sind irgendwo gestorben. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich habe heute übrigens noch ein anderes Video hochgeladen. Ein ganz kurzes, das ging nicht mal 2 Minuten lang, glaube ich. Könnt ihr euch auch angucken. Das ist auf jeden Fall ein witziges Spiel gewesen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss.